Hallo ihr Lieben. An alle, die jetzt dieses Video schauen, herzliches Willkommen. Diesmal geht es mir mal um etwas völlig anderes als sonst. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich einen Teil meiner Kindheit in Myanmar verbracht habe, damals noch Burma. Und ich habe eine durchaus innige und enge Bindung an dieses Land entwickelt. Als ich vor ein paar Jahren mit meiner Frau und meiner Tochter dort zu Besuch war, habe ich unter anderem auch ein Altenheim besucht, das in der damaligen Hauptstadt Yangon liegt. Es gibt in Myanmar nicht so arg viele Altenheime. Das liegt daran, dass eigentlich alle Leute ihre Eltern und Großeltern zu Hause versorgen. So etwas wie ins Altenheim geben, käme überhaupt nicht in Frage. Aber es gibt natürlich auch dort Menschen, die kein Geld haben, die keine Familie mehr haben. Und für diese haben katholische Nonnen in Yangon ein Altenheim aufgebaut. Das habe ich vor ein paar Jahren besucht. Und es ist ein wunderbares Haus, das natürlich in keiner Weise unserem heutigen europäischen Standard entspricht, aber wo doch die alten Leute sehr, sehr liebevoll und sehr gut versorgt werden. Das Haus lebt ausschließlich von Spenden. Es lebt auch von der Mitarbeit von Menschen in der Umgebung. Unter anderem habe ich dort auch einige Menschen aus der Diplomaten-Society in Yangon angetroffen. Damals gab es ja da noch die Botschaften. Was heißt, die gibt es heute ja auch noch. Und ich konnte damals leider nur den Rest meines Reisebudgets dort lassen, weil überweisen, Geld transferieren damals völlig unmöglich war und auch heute noch sehr, sehr schwierig ist. Ich fahre jetzt mal wieder hin und ich werde wieder vorbeigehen und ich werde wieder etwas da lassen, um diese Arbeit zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn es mir gelingt, vielleicht doch einige dafür zu begeistern, einige dafür zu gewinnen, hier etwas beizutragen. Das Ganze läuft ausschließlich auf Vertrauensbasis. Ich habe keine GoFundMe-Plattform oder sowas jetzt dafür, sondern ich habe ausschließlich eine PayPal-Adresse eingerichtet, die werde ich auch noch zeigen. Und wer möchte, wer das auf dem Herzen haben kann, hier einigen alten Menschen einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen, der ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ganz egal, ob mit einem größeren oder auch einem ganz kleinen Betrag, jeder Euro zählt, jeder Euro ist wichtig. Ich kann dafür nicht arg viel zurückgeben. Was ich allerdings machen werde, ist, dass ich für die drei, sage ich mal, für die drei höchsten Spenden ein Souvenir mitbringen werde aus Burma. Für die, die unter euch Pfeife rauchen, das dürften sicherlich einige sein. Burma hat einen Pfeifenmacher, den werde ich dieses Mal besuchen und will mir selbst dort eine Pfeife kaufen, würde auch eine Pfeife mitbringen, falls das gewünscht ist. Und für die, die keine Pfeife rauchen oder das einfach nicht möchten, in Burma werden wunderbare Lackarbeiten hergestellt. Da würde ich dann entsprechend etwas an Lackarbeit mitbringen. Aber wie gesagt, das ist nur was ganz Kleines. Im Zweifelsfall ist selbst die kleinste Spende mehr wert als das, was ich mitbringen werde. Und es würde mich sehr freuen, wenn einige von euch sich daran beteiligen könnten. Ich werde euch, wenn die Sache erledigt ist, werde ich euch die Abrechnungen auch nochmal zeigen, damit ihr sicher sein könnt, dass das Ganze tatsächlich auch sauber gelaufen ist. Herzliche Einladung. Ich würde mich über jede noch so kleine Spende freuen. Dankeschön.